Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr dabei seid zu dem Video Urlaub an der Côte d'Azur. Wir sind jetzt in Nizza, dann geht es weiter nach Saint-Tropez, dann geht es weiter nach Marseille und dann nach Cannes. Zwischendurch hatten wir noch einen Tagesausflug nach Monaco. Wir hoffen, euch gefällt das und ihr seid vielleicht beim nächsten Video auch dann dabei. Viel Spaß! The lyrical set, cause I'm a soldier, hitting you with words like boulders, claiming the vocal throne, pulling mics out the stone, airwaves I roam like a cellular phone, I hate snakes like Indiana Jones, my rhyme hot like coffee, dipping tracks like stones, lacing tracks like Teflon, rhymes busting through your bones, I get you high like marijuana, feel me like prana or chi, cause my rhyme is the key, open up your mind to positive energy, to me it's as easy as 1, 2, 3. I make dough with the rain in me. Shine on your mind, get busy one time. Let the girls know that you're good to go. I rock the show like I rock your hoe. So, nach einer kleinen Selfie-Session, wo alle sich gegenseitig fotografieren, gehen wir jetzt mal die Stufen hoch zu diesem Aussichtspunkt. Da geht das los, ist Gott sei Dank im Schatten. So, oben angekommen. Wie ist die Verfassung? Weiß ich nicht. Ging. Aber die Aussicht ist natürlich toll. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Aussichtspunkt. Der ist hier fußläufig zu erreichen. Na, findest du gut hier oben? Ja, schöner Weg hier oben. Bisschen im Schatten. Überall tolle Aussicht. Ja, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja, hier scheint man auf den Yachthafen blicken zu können.
hier oben echt so eine richtige Ruhe-Oase, wenn man überlegt, was jetzt gerade in Nizza unten los ist. Und hier oben dieser Park mit dieser epochalen Aussicht. Das ist schon richtig super. Hast die Wasserfälle gefunden? Ja. Oh. Die sind auf dem Eier, ne? Ach, hallo. Ja, Wasserfälle waren richtig cool. Hatten wir gar nicht erwartet. War echt schön. Jetzt geht's mal zu Fuß runter zum Hafen, den wir von oben gefilmt hatten. Wow, was für ein toller Weg hier runter. Die ganzen Stufenanlagen und so mit Bänken zwischendurch. Immer Blick auf den Hafen. Richtig schickig. So, wir haben uns jetzt entschieden, welche Yacht wir nehmen. Das wird wohl diese werden. In der Ecke. So, wir sind wieder unterwegs. Jetzt ist es 19 Uhr ungefähr. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht auf dem Zimmer. Jetzt wollen wir noch mal die Abendstunden hier ein bisschen verbringen.
Morgen geht es für einen Tagesausflug nach Monaco. Nur 30 Autominuten entfernt. So, jetzt auf dem Weg nach Monaco. Tasche voller Geld. Nicht. Konto voller Schulden. Oder auch nicht. Versuch für den großen Durchbruch. Nach Monaco mal kurz angehalten und hier mal kurz Staunen angesagt. Ja, wie versprochen, wir sind jetzt in Monaco, 50 Minuten mit dem Auto gefahren, schöne Strecke, schön an der Küste längs, hat uns so ein bisschen an die Amalfi-Küste erinnert, genau. Naja, hier der erste Eindruck war jetzt nicht so wow, sondern eher wow, ist ja gar nicht mal so hübsch, aber wir werden ja wahrscheinlich noch hübsche Ecken ergattern und erblicken können, schätze ich mal. Wir schauen mal weiter rum. Gerade längs sind hier solche goldenen Fußabdrücke von Fußballern. Via Diego Maradona. Ja, wie man schon sieht, Baustelle über Baustelle. Tolles Feeling kommt hier noch nicht auf. Gibt es kein Eis, eine Kugel Eis, 7 €, ist doch ein bisschen too much.
jetzt geht es Richtung Monte Carlo, ausgeschildert mit Casino. Das soll doch eigentlich legendär sein. An die Touristinformation, damit wir mal wissen, wo wir sind genau und was wir hier schauen können. Das war eben sehr nett. Haben uns ein Café, Bistro, gutes Bistro gesucht. Wollten uns draußen hinsetzen, hat man uns gesagt, dass alles reserviert ist. Da war zwar alles frei. Wir haben leider das Gefühl, dass man uns nicht haben wollte. So, wir haben uns die zweite Abfuhr abgeholt. Wollten einen Kaffee trinken, an Platz setzen. Nee, der ist besetzt, reserviert. Sind wir weitergegangen, mussten uns in die Sonne setzen. Und hinter uns kam dann gleich jemand, der hat sich auf unseren gewünschten Platz dann gesetzt. Wir waren also nicht gut genug. Jetzt haben wir aber was gefunden. Ich darf ja jetzt nicht mit filmen, weil mein Lippenstift ist ja verschwunden. Ganz einfacher Laden. Hier gab es dann auch was für uns. Raus. Bisschen froh, weil das alles ganz schön stressig war und man uns auch wahrscheinlich gar nicht so richtig haben wollte, hatten wir das Gefühl. Es hat auch hübsche Ecken, aber insgesamt waren wir schon ein bisschen enttäuscht von dem ganzen Glanz und Reichtum. Da war eigentlich nicht so allzu viel zu sehen, fand ich. So, wir verlassen jetzt Nizza. Wir fahren jetzt Richtung Saint-Tropez. Statt 1,5 Stunden, wie gestern angesagt, sind es jetzt schon 2 Stunden 10 Minuten. Alles in Road, alles in Red. 109 Kilometer. Und dann sind wir mal gespannt, was uns Saint-Tropez erwartet. Auf Wiedersehen. Sind wir. Tja, Fernseher, Küche, das Bett, und hier geht's wohl zur Dusche. Ja. Hallo liebe Freunde, in Nizza gestartet, Saint-Tropez gestern angekommen, tolle Unterkunft für 2 Nächte, letzte Nacht ein super Gewitter erlebt, so doll hatten wir es glaube ich noch nie erlebt,
Saint-Tropez ist hübsch, gefällt uns gut, haben hier ein bisschen mitgefilmt. Dann schaut mal, ob euch das auch gefällt. Ja, jetzt bin ich mal unterwegs in Saint-Tropez, an den höchsten Punkt, damit ich mal die schönste Aussicht habe. Absolut gelohnt hier. Eine Stärkung für zwischendurch. Ja, man kann sich hier richtig gut vorstellen, wie 1960 Louis Dufigné mit seinen Polizeikollegen allen Verbrechern hinterher gerast ist in den engen Gassen, in den kleinen Autos. Das passt hier absolut hierher.
Ja, wir sind ziemlich promi-geil, weil zufällig haben wir gesehen, dass dieser Rolls-Royce, von dem wir, den wir eben gefilmt haben, den Geistes gehört. Den überlegen wir, welche von den ganzen Yachten ihn auch noch gehört. Wir verlassen jetzt Saint-Tropez, fahren jetzt los Richtung Marseille. Irgendwie fahren wir 2 Stunden circa. Zwei Stunden sollen es sein. Machen aber einen kleinen Zwischenstopp. Also hat uns gut gefallen hier. Bei den Abschiedsworte wie immer. Hat uns super gefallen. War schön. Aber Nizza war noch schöner. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to. Ja, 6 Minuten nur von Saint-Tropez gefahren. Aber hier den nächsten Ort, der ist total schick. Der Ort heißt ja übrigens Grimaud. Oder Grimont. Grimont. Aber gefällt uns gut. Da. Zufall sind wir an so einem 5-Sterne Campingplatz vorbeigekommen. Aber nicht nur Camping, sondern auch mit Holzhütten. Die sehen sehr gut aus. Thank you.
Ja, wir sind runter von der Anlage. Aber echt großes Wow. Ja. Riesig großer Strand mit einer Beachbar. Essen zum Trinken. Pool haben wir hier anscheinend auch. Ja. Verschiedene Arten von Hütten. Total gepflegt und sehr großzügig. So. Unser erster Zwischenstopp nach Marseille war super. Das war schon nach 6 Minuten Fahrzeit. Jetzt fahren wir mal weiter. Immer noch 1 Stunde 57 Minuten. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. So, hallo liebe Freunde. Jetzt aus Marseille nach Saint-Tropez sind wir hier ja angekommen. Seit gestern haben wir uns hier schon mal ein bisschen umgeguckt. Wir wissen noch nicht so richtig, was wir hiervon halten sollen. Marseille ist ziemlich groß, ziemlich rau. Nicht nur schön, muss man ehrlich sagen. Aber wir sind ja noch dabei, einige Ecken zu erkundschaften. Eben noch mal, wie gesehen, schon Notre Dame einmal hochgeklettert. Super Aussicht, leicht zu erreichen, fand ich. Und hat sich aber wirklich total gelohnt. Jetzt geht es wieder runter in die Stadt und da gucken wir mal, was wir noch uns anschauen können. Da heute hier Samstag ist, haben wir hier vielleicht eine Art Flohmarkt oder so und die komplette Straße anscheinend gesperrt.
Eigentlich wollten wir eine Stadtrundfahrt machen mit einer Bummelbahn, aber... Das war uns dann doch zu voll, da stellen wir uns dann doch nicht an. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo wir sind. Ein Museum, ein Auditorium. Auf jeden Fall ist es verrückt hier. Na, wenn das mal hier nicht interessant ist. Da gehst du über so eine Brücke und weißt gar nicht, was dich erwartet. Dann nimmt das gar kein Ende. Und man ist total überrascht. Auf jeden Fall haben wir wieder rausgefunden. Sind wir jetzt in der Ecke angekommen, dafür, dass wir nicht bezahlt haben? Ich wollte nur noch raus. Das scheint hier der Bahnhof oder Hauptbahnhof zu sein. Echt prachtvoll, muss man sagen. Und eine tolle Aussicht. So, Abschied. Ist diesmal nicht wirklich so ein scharfes Schwert. Wir haben einen Tag früher Schluss gemacht hier in Marseille. Die Unterkunft fanden wir nicht ganz so prickelnd. Und deswegen fahren wir einen Tag früher nach Cannes. Cannes! Oh Gott. Nein. Nein, das ist schnell raus. 172 Kilometer, 2 Stunden Fahrzeit. Freunde, jetzt nach Marseille sind wir in Cannes gelandet für 3 Nächte, unsere letzte Station an der Côte d'Azur. Wir sind schon mal ziemlich beeindruckt, gefällt uns richtig gut. Wir freuen uns, wenn euch das Video auch gefällt und wir filmen jetzt einfach mal eine Menge mit.
richtig viel Sandstrand hier. Im Gegensatz zu Nizza, wo man ja nur Steine hatte, hat man hier richtig schön Sand und das gefühlt kilometerlang. Na, wie sind die Temperaturen hier? Die Luft hier soll 27 haben und das Meer soll 24 Grad haben. Danke. De. Nach einer kleinen Erholung auf dem Zimmer haben wir uns mal auf den Weg gemacht und erkunden noch weiter. Jetzt gehen wir mal die linke Seite am Strand ab, an der Promenade.
Ja, wir drehen die Kamera jetzt mal und dann kommt ein Handabdruck von Gabis Lieblingsschauspieler damals zumindest. Kann man da was sehen? Jean-Paul Belmondo. Ja, gestorben letztes Jahr. Ja, letztes oder vorletztes Jahr. Gleich nebenan ist das Casino. Wir sind jetzt mal 10 Kilometer von Cannes entfernt oder vom Cannes-Zentrum gefahren mit dem Auto und zum Nationalpark gefahren. Und die Stufen bergab. Nationalpark kann man dann noch so einen Wanderweg gehen, da geht es noch zu anderen Buchten ab, wo man ein bisschen schwimmen kann. Sogar geschnorchelt wird da profimäßig anscheinend. Ja, hier lässt es jetzt richtig nett gehen. So, wir sind wieder zurück im Zentrum. Wir sind wieder in Cannes und der wollte jetzt noch einen netten kleinen, nettes kleines Café suchen, wo man Kaffee trinken kann.
So, das ist unsere Ausbeute. So, wir sind jetzt nochmal zur Kirche hoch, um das Kannenschild mit Beleuchtung nochmal zu sehen. Da geht's hoch und da geht's runter. Bist du noch mal den Weg mit mir hochgegangen? Das bin ich. Hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Ist auch geil, wie man hier wohnt, wa? Ja, toll, ne? Ja. Ausflug ist jetzt erstmal heute Abend vorbei. Haben wir noch mal schöne Aufnahmen heute Abend gemacht. Einmal noch mal zum Kannenschild hoch, zu den Buchstaben. Das war toll, aber nun wollen wir mal aufs Zimmer zurück. Was hast du denn da gekauft? Leckere Sachen, die magst du gerne alles, ne? So, wie man sieht, es regnet in Cannes. Unser Urlaub ist jetzt auch vorbei. 2 Wochen an der Côte d'Azur, angefangen in Nizza und endet in Cannes. Ein toller Urlaub, haben viel gesehen. 4 Städte bzw. 5 mit Monaco zu besichtigen, ist aber dann aber auch ganz schön anstrengend, weil man nicht mehr viel läuft und so. Aber es hat sich absolut gelohnt. Haben tolle Sachen gesehen und das werden wir auf jeden Fall gut in Erinnerung behalten. Wenn euch das Video gefallen hat, freut uns das natürlich auch. Vielleicht seid ihr beim nächsten Video wieder dabei. Und also bis dahin, tschüss.